Haben Sie Glückwünsche für uns, für die Abendzeitung? Ja, also ich wünsche mir, dass die Abendzeitung sich so weiterentwickelt, wie sie das in den letzten Monaten gemacht hat, weil ich finde diese Entwicklung super. Und so gesehen wünsche ich der Abendzeitung alles Gute für die nächsten 70 Jahre. Von mir kommen ganz persönliche Glückwünsche, weil ich einfach eine enge Verbindung zu der Abendzeitung habe, weil ich weiß gar nicht, wie oft ich Sportlerin des Jahres bei der Abendzeitung war. Die Abendzeitung hat auch schwere Zeiten, aber ist wieder aufgestanden wie so ein Boxer. Und das zeichnet sie halt auch. Und ich wünsche ihr ganz, ganz viele erfolgreiche Jahre noch. Und dann zum 140. werde ich es dann nicht mehr schaffen, aber den wünsche ich natürlich der Abendzeit. Seit 1948, wenn ich nicht falsch liege, ist die Abendzeitung hier in München präsent. Ich wünsche, dass die Geschichte der Abendzeitung einfach weitergeht. Weil es gibt viele Geschichten, die man dann schreiben kann. Ich wünsche der Abendzeitung alles Gute. Und nachdem ich die Ältere bin, wünsche ich alles Gute. Ich war schon 4 Jahre auf der Welt, da gab es dann schon langsam die Abendzeitung. Aber also allen Ernstes hat mich die Abendzeitung eigentlich von Anfang an, seit ich in München wohne, mich begleitet und davor natürlich schon. Und es war immer eine ganz attraktive und wichtige Zeitung für uns alle. Ich wünsche der Abendzeitung, dass sie noch ganz, ganz lange lebt, dass sie überlebt und dass sie einfach den Stand, den sie jetzt hat, erhalten kann. Dass sie auf alle Fälle den Anspruch, den sie hat, und vielleicht noch ein bisschen mehr Anspruch, die nächsten Jahrzehnte auch noch hat. Zum Wiegenfest natürlich das Allerbeste, weiterhin viel Erfolg. Ja. Und was mir besonders gut gefällt, ja, ist ja auch die Bezeichnung von Monaco. Er soll ja genauso ein unsterbliches Zeichen für München sein, wie Monaco Franzi. Die Abendzeitung ist ein Original und gehört einfach zu München. Haben Sie noch ein paar Glückwünsche an die Abendzeitung? Natürlich. Ja, dass es erfolgreich weitergeht, dass sie den Münchnern und den Bayern erhalten bleibt. Und wie gesagt, ja, dass es weitere 70 Jahre mindestens anhält.